Lieben, ich bin heute wieder da mit einem Video für euch. Und zwar wollte ich euch heute einfach mal zeigen, was ich in die vegane Lunchbox meines Sohnes tue. Also er ist eigentlich den ganzen Tag im Kindergarten, sagen wir mal 6 bis 7 Stunden. In der Zeit arbeite ich eben und dafür kriegt er eben Essen mit. Und da ich das gerade gemacht habe, dachte ich, ich zeige euch das einfach mal. Und vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. Also einmal haben wir hier sozusagen Overnight Oats hier unten drin. Das ist eine Mischung aus Haferflocken und diesem Frühstücksbrei von Alnatura. Er findet die Haferflocken allein nicht so lecker. Deswegen mache ich noch diesen Frühstücksbrei mit rein. Da sind dann getrocknete Aprikosen drin, Reis gepufft, Rosinen, Datteln getrocknet, Äpfel getrocknet, Reismehl und Zimt. Und es ist damit dann eben ein bisschen süßer durch die Trockenfrüchte. Es ist natürlich auch vegan und hat keinen zusätzlichen Zucker, was ich gut finde. Und deswegen mische ich das. Und wir haben selbstgemachte Mandelmilch mit rein. Ich mache dann mal für ihn ein paar mehr Datteln mit rein, dass auch schön süß ist. Und dann habe ich einfach nur noch eine Banane klein geschnitten und mit rein und obendrauf noch ein paar Rosinen und ein paar verschiedene Nüsse. Das wird er dann als Frühstück haben. Und für Mittag und Nachmittag habe ich mir jetzt einfach eine große Dose mit Obst. Da ist Banane drin, Äpfel und Naschibirn. Und das wird er wahrscheinlich nicht alles essen. Aber der Rest, den er wieder mit nach Hause bringt, wird nicht in Abfall geschmissen, weil entweder esse ich das oder wenn es dann auch schon matschig sein sollte oder so, dann bekommt es unsere Hasen zu essen. Also es wird auf jeden Fall nicht weggeschmissen. Und ich mache lieber ein bisschen mehr als zu wenig. Manchmal mache ich auch noch ein bisschen Kokosraspeln drüber. Aber da er da jetzt schon Nüsse drin hat, denke ich, braucht er die nicht mehr. Und ja, das war's dann. Dieses Mal ist kein Gemüse dabei. Oft bekommt er aber auch Gemüse mit, zum Beispiel diese kleinen Snackgurken, die er ganz gern isst, oder die Cherry-Tomaten, die kleinen, die tue ich ihm dann im Ganzen rein, das isst er eigentlich so ganz gern, oder es gibt auch diese kleinen Mini-Karotten, die dann eben schon fertig in so einer Packung sind, die tue ich dann auch aus der Packung raus in seine Dose, und die isst er auch ganz gern, oder ich mache irgendeinen Salat mit Gemüse, was ich noch da habe, was er dann mittags isst, also das variiert dann immer ein bisschen. Ab und zu bekommt er auch mal so selbstgemachte Pfannkuchen oder sowas mit. Und ja, also das bekommt er jetzt auf jeden Fall morgen mit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt oder auch mal, was ich so in meine vegane Lunchbox mache für meine Arbeit, dann gebt mir einen Daumen, schreibt mir einen Kommentar und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!